Herzlich willkommen zur zweiten Lektion über Italienisch. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon alle Video 1 gesehen, deswegen sollten euch die ersten Züge noch sehr bekannt vorkommen. Los geht es mit E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4 und nun Läufer C5. Und in Video Nummer 1 hatten wir uns bereits schon mit Springer C3 an dieser Stelle und Rochade beschäftigt. Und in diesem Video wird es nun um C3 gehen. Nach C3 setzt Schwarz hier logischerweise mit Springer F6 fort. Logischerweise deswegen, weil eine Figur entwickelt wird und gleichzeitig der Bauer auf E4 angegriffen wird. Weiß hat nun hier zwei Hauptfortsetzungen. Die eine, nämlich D3, werden wir uns in diesem Video anschauen. Der Variante D4 habe ich ein eigenes Video gewidmet, weil es hier auch sehr, sehr viele Untervarianten gibt. Und die werdet ihr dann in Video Nummer 3 betrachten können. So, hier also wie gesagt geht es weiter mit D3. Nach D3 hat Schwarz die Möglichkeit mittels A6 oder mittels Rochade fortzusetzen. Zunächst erstmal zur Variante mit Rochade. Hier spielt Weiß auch die Rochade und hier kann Schwarz mit D6 oder mit D5 fortsetzen. D6 führt zu sehr ähnlichen Stellungsbildern wie fünftens A6, deswegen hier nur ein kurzer Blick auf D5. D5 ist etwas aktiver, greift direkt den Läufer und das weiße Zentrum an. Weiß schlägt auf D5, Springer schlägt D5 und Turm E1. Turm E1 greift den Bauern E5 an. Und falls Schwarz jetzt den Bauern logisch mit Turm E8 decken sollte, hat Weiß hier die Möglichkeit mit D4 die Doppelbelastung der Dame auszunutzen. Also Doppelbelastung in dem Sinne, dass die Dame zum einen den Springer auf D5 deckt, der von dem Läufer auf C4 angegriffen ist. Und zum anderen deckt sie auch den Turm E8, wobei dieser im Moment noch nicht angegriffen ist. Wenn Schwarz allerdings jetzt mit dem E-Bauern auf D4 schlagen sollte, kann Weiß auf E8 den Turm schlagen, die Dame muss wieder schlagen und am Ende würde dann der Springer auf D5 hängen. Deswegen ist der logisch aussehende Zug Turm E8 hier an dieser Stelle nicht richtig. Stattdessen sollte Schwarz hier mit Läufer G4 fortsetzen. Läufer G4 deckt den Bauern E5 indirekt durch die Fesselung des Springers auf F3. Also indirekte Deckung des E5. Hier geht es weiter mit H3, greift den Läufer an. Dieser zieht natürlich nach H5 zurück, um die Fesselung aufrecht zu erhalten. Und hier hätte Weiß die Möglichkeit, mittels G4 die Fesselung des Springers zu unterbrechen. Und nach Läufer G6 kann Weiß dann mittels Springer E5, Springer E5 und Turm E5 einen Bauern gewinnen. Allerdings ist die Stellung sehr gefährlich, da Schwarz hier nach C6 im nächsten Zug einen Königsangriff starten kann, zum Beispiel mittels Läufer D6. Und da Weiß die Bauern am Königsflügel bereits so weit vorgezogen hat, ist der weiße König sehr geschwächt und deswegen die Variante nicht so ganz ohne für Weiß. Ich empfehle deswegen hier nach H3, also H3 ist noch gut, und nach Läufer H5 dann einfach ruhig mit Springer B nach D2 fortzusetzen. Die weiteren Ideen für Weiß sind dann hier im nächsten Zug Springer E4, was gleichzeitig auch den Läufer auf C5 angreift. Und später kann man vielleicht immer noch G4 spielen, wenn man den weißen König schon etwas mehr gesichert hat. Schwarz dagegen hat als Ideen mittels einem Springerrückzug den Läufer auf C4 anzugreifen. Und dann kann Schwarz im weiteren Verlauf auch auf den schwachen Bauern D3 spielen, indem er zum Beispiel die Türme auf der D-Linie verdoppelt. Gut, soweit zu dieser Stellung. Kommen wir zurück nach fünftens D3. Wir hatten gerade uns angeschaut Rochade, gefolgt von D5. Hier gibt es aber auch A6 in dieser Stellung. A6 ist eigentlich immer ein sinnvoller Zwischenzug, weil er ein Rückzugsfeld für den Läufer bereitstellt. Und dieser steht auf C5 etwas unpraktisch, da Weiß dann eventuell mit Tempo D4 durchdrücken kann und somit dann gleich den Läufer auf C5 angreift.
Deswegen ist es immer ratsam, wenn man diesen nach A7 sicherstellt. Rochade und Läufer A7. Gut. An dieser Stelle könnte Weiß H3 spielen oder Läufer B3. Zunächst zu H3. H3 ist eigentlich meist ein sinnvoller Zug in solchen Stellungsbildern, weil er das Feld G4 kontrolliert, damit da auch ja keine schwarze Leichtfigur auftauchen kann. In dieser Stellung ist H3 allerdings nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach, weil Schwarz jetzt hier die Möglichkeit hat, mittels D6, zum Beispiel Läufer B3, H6 und im nächsten zu G5 einen Königsangriff in die Wege zu leiten. Und ich finde diese Stellung sehr unangenehm für Weiß und empfehle deswegen zunächst in dieser Stellung mit H3 noch zu warten und erst Läufer B3 zu spielen. So, und wenn jetzt Schwarz fortsetzt mit D6, dann erst Springer BD2 und erst nach kurzer Rochade von Schwarz H3 spielen. Jetzt ist nämlich ein Königsangriff aus schwarzer Sicht nicht mehr möglich, da er selber schon kurz rochiert hat. Und Weiß kann somit problemlos H3 spielen und das Feld G4 kontrollieren. Gut, ihr seht also, dass diese Variante recht strategisch ist. Es gibt für beide Seiten sehr viele Pläne, die ich hier nochmal kurz erläutere. Also, weiße Idee in dieser Stellung ist Turm E1. Was gleichzeitig auch Platz für den Springer schafft, der dann über F1 nach G3 entwickelt werden kann. Weitere Ideen sind zum Beispiel mit D4 ein Spiel im Zentrum. Oder Weiß kann auch seinen Springer nach H4, die Dame nach F3 und den Springer nach F5 überführen. Ja, das sieht jetzt etwas verwirrend aus mit den ganzen Pfeilen, aber es sind eigentlich recht einfache Pläne und auch sehr eingänglich. So, Schwarz kann hier zum Beispiel mit Läufer E6 den weißfältigen Läufer angreifen und diesen dann gegebenenfalls auch tauschen. Er kann auch D5 spielen und anschließend auf E4 schlagen, gefolgt von einer Verdopplung der Türme auf der D-Linie. Er kann aber auch mit dem Bauern noch eins weiterziehen, zum Beispiel nach D4. Was ein weiterer Plan ist in dieser Stellung für Schwarz, er kann auch seinen Springer über E7 nach G6 überführen. Ja, also wie gesagt, eine recht strategische Stellung und es ist, wenn Schwarz sich auskennt, auch nicht so schwer Ausgleich zu erreichen. Allerdings ist die Variante auch nicht zu unterschätzen, da Schwarz schon die weißen Pläne kennen sollte und auch wissen sollte, wie er darauf reagiert, weil er sonst auch sehr schnell mal alt aussieht. Ja, das war's zu der Variante viertens C3 und gefolgt von fünftens D3 und in der nächsten Lektion wird es dann noch um fünftens D4 gehen. Viel Spaß dabei!